Beruf und Zukunft? Was kommt nach dem Abitur? Flugzeuge faszinieren dich? Dann mach wie wir ein duales Studium bei Lufthansa Technik und helfe mit, Flugzeugflotten zu warten und zu reparieren. Wähle deinen Schwerpunkt aus verschiedenen Ingenieurstudiengängen. Kevin? Anne? Anne? Kevin? Anne? Kevin? Elektrotechnik? Mechatronik? Maschinenbau? Flugzeugbau? Studium oder Berufsausbildung? Oder gibt's auch was dazwischen? Und das Ganze bei Lufthansa Technik? Was sind denn deine Erwartungen an so ein großes Unternehmen wie die Lufthansa Technik? Also ich finde es auf jeden Fall richtig gut, dass das so ein großes Unternehmen ist, weil ich glaube, wenn man in so einem großen Unternehmen dann studiert und auch später arbeitet, dass man auch gute Zukunftsperspektiven hat und auch gut bezahlt werde. Habt ihr schon Pläne für die Zukunft? Ich würde gerne ein duales Studium machen, aber ich bin mir noch nicht so sicher, wie die Anforderungen da sind. Bei mir ist es genauso. Ich würde gerne ein duales Studium machen, denn ich will später Ingenieur werden. Bevor es an der Uni losgeht, absolvierst du ein technisches Praktikum. Erinnerst du dich noch an unsere Zeit hier in der Lehrwerkstatt? Das war so eigentlich der Start unseres Studiums, ne? Wie spannend es war, am Produkt zu sein und zu arbeiten. Ja, ganz schön anstrengend, aber immer gut. Los, lass uns doch mal unseren alten Meister suchen. Moin! Hi! Hi! Hallo! Was glauben Sie, was bringt das den Studenten eigentlich, hier in der Ausbildungswerkstatt anzufangen? Ganz klar, Praxis, ne? In der Uni werdet ihr ja sehr viel mit theoretischen Inhalten versorgt, das, was in der Uni vermittelt wurde, auch mal tatsächlich anschaulich euch zu präsentieren. Kevin, jetzt sind wir hier beim Triebwerksprüfstand. Hier durfte ich schon mal zugucken, als so ein Testlauf gemacht wurde. Und ich glaube, der Lennart, der schreibt hier gerade seine Masterarbeit. Den müssen wir mal suchen. Den Semesterbeitrag übernimmt Lufthansa Technik für dich. Und zusätzlich gibt es durchgängig eine monatliche Vergütung. Ah, moin. Hallo. Du schreibst gerade deine Masterarbeit hier im Triebwerksbereich, oder? Ja, das ist richtig. Ich bin hier jetzt seit 2 Wochen und beschäftige mich letztendlich mit der Alterung von Triebwerken. Also hast du immer Zugriff auf die zur Verfügung stehenden Triebwerke? Dadurch, dass hier immer Flugzeuge und zahlreiche Triebwerke auf der Basis gewartet werden, hat man natürlich die Möglichkeit, direkt an das Objekt zu gehen und auch die Mechaniker zu fragen, dass sie einem noch weiterhelfen können. Die Vorteile des dualen Studiums liegen auf der Hand. Du verfügst über ein geregeltes Einkommen, sammelst wertvolle Praxiserfahrungen und knüpfst frühzeitig Kontakte ins Berufsleben. Moin Fabian, ich habe gehört, du hast gerade erfolgreich dein duales Studium abgeschlossen und wurdest direkt übernommen. Wie hast du das so schnell hingekriegt? Ich hatte Glück, dass gerade in der Abteilung, wo ich meine Bachelorarbeit geschrieben habe, gerade eine Stelle ausgeschrieben wurde und die passte genau auf mein Studium. Da habe ich mich dann sofort darauf beworben. Hey, Glückwunsch! Entdecke die Hightech-Welt bei Lufthansa Technik. Und los geht's! Im Bereich Mechatronik oder Elektrotechnik arbeitest du beispielsweise an Projekten wie Internet an Bord, Live-TV oder Flight-Control-System. Auch als Maschinen- oder Flugzeugbauer erhältst du spannende Einblicke in die Zukunft faszinierender Luftfahrttechnik und Zugang zu allen Flugzeugmustern von Commercial bis zu VIP-Maschinen. Das studienbegleitende Mentorenprogramm hilft dir bei deinem Studienerfolg und späteren Berufseinstieg. Erzähl doch mal, wie lief dein Start ins Studium? Am Anfang war es natürlich sehr viele neue Eindrücke, die neue Stadt, die neue Umgebung. Aber ich wurde hier sehr gut aufgenommen und gerade durch das neue Mentorenprogramm, was mit unserem Jahrgang angelaufen ist, fühle ich mich da sehr gut betreut. Im Rahmen dieses dualen Studiums ist es natürlich klasse für die Studenten, erste Einblicke in so einem großen Unternehmen zu finden. Was natürlich fehlt, sind die Kontakte. Und da sehe ich es als meine Aufgabe an, gemeinsam mit den dualen Studenten die Interessen herauszufinden, um dann gezielt in die Bereiche gelangen zu können. Hallo Anne. Hallo. Hallo Kevin. Moin Christian. Was macht das neue Gardiu-System? Wir sind sehr zufrieden, gerade eingebaut in die neue A380. Wie hat sich denn die Performance-Messung der Leuchtstreifen entwickelt? Sehr gut. So wie du das damals für uns entwickelt hast, genauso mit dieser Barcode-Scan-Technik funktioniert das Reinlegen. Die automatische Messanlage misst das System, weiß genau, was sie zu tun hat und dann geht's los. Lasst uns doch mal runter in A380 gehen und das vor Ort angucken. Dual studieren bei Lufthansa Technik, das bedeutet ein guter Mix aus Theorie und Praxis. Wie erfolgreich die Zusammenarbeit zwischen Industrie und Hochschule verläuft, erfahren wir an der Hochschule für angewandte Wissenschaften in Hamburg. Herr Kulitzny,
Herr Gurk, Frau Pieblo, kommen Sie rein. Sie sind ja Professor bei uns am Department Flugzeugbau. Merken Sie eigentlich irgendwelche Unterschiede, wenn duale Studierende mit in der Vorlesung sitzen? Sie kommen aus der Industrie als dualer Student von Lufthansa Technik und bringen eher praktische Erfahrungen, bringen auch mehr Informationen mit, die Ihnen nutzen, aber die Sie auch anderen Studierenden zur Verfügung stellen und Sie auch begeistern können für das ganze Fach. Und für uns Professoren ist das natürlich auch von Vorteil, weil Sie bringen aktuelles und frisches Wissen aus der Industrie mit, was für unsere Vorlesung und für unser Tun ja natürlich auch wichtig ist. Das duale Studium bietet halt den Vorteil, dass man direkt einen realen Einblick ins Arbeitsleben hat, nicht nur durch kurze Praktika, sondern durch viele verschiedene Einsätze. Im Nachhinein hat sich dann schon herausgestellt, dass man sehr gute Chancen auf einen direkten Berufseinstieg hat. Und allein dadurch, dass man im Unternehmen viele Leute kennengelernt und Kontakte geknüpft hat, ergeben sich immer wieder neue Einstiegsmöglichkeiten.